Moin Moin, hier ist Christian von The Malltät, ich grüße euch. Wir sind heute in den Highlands unterwegs und zwar bei der Brennerei Tullibarden. Tullibarden habe ich zusammen mit meiner Frau 2017 besucht. Das war unser erster Schottlandaufenthalt und ja, das war sehr schön dort. Dort kann man auch eine Tour durch das Warehouse machen. Es ist sehr malerisch gelegen und in einem ehemaligen Einkaufszentrum reingebaut, was man heute so gar nicht mehr als Einkaufszentrum erkennen könnte. Und da hat sogar eine Deutsche gearbeitet. Ich weiß den Vornamen nicht mehr. Das war sehr lustig jedenfalls. Aber unser Guide war dann ein waschechter Schotte. Ja, und wir haben heute hier die 8. Ausgabe der Marcus Collection auf dem Tisch stehen. Und die Marcus Collection soll die verschiedenen Markgrafen von Tullibarden ehren und auch nochmal die Geschichte dahinter erzählen. Und hier wird diesmal der Lord William Murray geehrt, der zweite Markgraf of Tullibarden, the second Marquess of Tullibarden, der in den Jakobiterkriegen den Bonnie Prince Charlie unterstützt hat. Und der soll hiermit geehrt werden. Und man darf sich, wenn man die Brennerei sieht, ist auch ganz groß auf der Brennerei, auf dem Gebäude, die Zahl 1488 vermerkt und auch auf der Flasche überall hier vorne als Relief. Weiß nicht, ob man das so sieht. Und hier auf dem schönen Holzkorken und hier oben auf der Verpackung, überall steht die 1488 und man wundert sich, Gott, existiert die Brennerei schon so lange? Nein, es gab, oder diese Brennerei war vorher eine Brauerei und hat Bier gebraut und hat 1488 gibt es den ersten urkundlich erwähnten Verkauf von Bier an den King James IV., der dort von den Lowlands zu den Highlands gereist ist und dort Bier gekauft hat. Und dieses Datum wird natürlich immer herangezogen. Den ersten wirklichen Whisky-Rohbrand gab es erst 1949, als die Brennerei auch wirklich eine Whisky-Brennerei war oder dort entstanden ist. Und heute wird auf zwei Wash und zwei Spirit Stills gebrannt. Und wir haben ein Produktionsvolumen von ungefähr 3 Millionen Litern. Also schon wirklich toll. Und wie gesagt, dies hier ist die 8. Ausgabe dieser Marcus Collection. Es ist der The Murray Doublewood Edition, matured in Bourbon and Sherry Casks. Destilliert wurde dieser Whisky 2005 und gebottelt 2020. Auf der Flasche steht etwas vom 11. Januar 2021, also wird er auch, denke ich mal, 15 Jahre alt sein. Was bei dieser Marcus Collection wirklich schön ist, das sind diese Verpackungen. Ich bin ja sonst nicht so der Verpackungsfetischist, aber das ist echt toll. Es ist eine sehr stabile Pappverpackung, die so leicht gummiert ist mit einem Magnetverschluss. Innen hier so mit so einer, wie nennt man das? Samt, danke. Mit so einem Kunstsamt, riecht auch wieder so ein bisschen nach China-Box. Ausgeschlagen und die finde ich wirklich sehr schön gemacht. Und diese ganzen, vielleicht erkennt man es hier, diese ganzen Malereien, die hier drauf sind, das ist so schwarz und schwarz, so leicht schimmernd, die sind von einer alten mittelalterlichen Kapelle, inspired by the stone carvings from Scotland's oldest medieval chapel at Tullibarden von 1445. Also wirklich sehr historisch gemacht. Und wirklich schön gemacht. Diese ganze Geschichte, der Whisky, zusammen mit der Box natürlich, kostet 54,90 und dafür habe ich ihn erworben. Ich habe ihn jetzt auch in mehreren Shops für 54,90 gesehen. Der ist jetzt auch frisch rausgekommen im März diesen Jahres. Er ist nicht gefärbt und ich meine auch nicht kühl gefiltert. Und wie gesagt, er hat zuerst in First Fill Ex-Bourbon-Fässern gereift. Aus amerikanischer Weißeiche und dann in First Fill Sherry Fässern. Er wurde also dann nochmal vermehlt und wurde dann nochmal umgeschüttet in diese First Fill Sherry Fässer. Und dafür hat er eigentlich, wenn man jetzt nochmal die Farbe sieht,
zeige sie jetzt nochmal. So eine tiefgoldene mit so einem leicht bräunlich-rötlichen Einstich. Eine sehr schöne natürliche Farbe. Wie gesagt, 15 Jahre gereift, mit 46% Volumen abgefüllt. Und für den Preis finde ich das wirklich schon von Eckdaten her wirklich gut. Schauen wir mal, was er so an der Nase kann. Ich hatte ihn vorhin eingegossen und so beim ersten Mal verriechen, hatte ich sofort so ein bisschen die Assoziation Pfirsich-Melba-Eis. So Pfirsich-Melba, also Pfirsiche, Himbeeren, auch Vanille-Eis. So einen leicht würzigen Touch hat die ganze Geschichte. Also die Eichenwürze kommt von hinten auch so ein bisschen heran. Aber die Hauptnote, die zuerst in die Nase sticht, ist wirklich diese Pfirsich-Melba-Note. Auch leicht, vielleicht auch so ein bisschen erdbeerig. Und dahinter eben, wie gesagt, so eine Würze, so eine leicht bittere Würze. Ich habe irgendwas von Espresso oder Kaffee gelesen, ja, kommt auch hin. Dann habe ich auch eine leichte, ganz leichte Zitrusfrucht drin. Ja, eine ganz leichte Orange kommt auch. Auch diese typischen Sherry-Dattel-Feigennoten habe ich. Und immer wieder kommt diese schöne Vanille zusammen mit dieser Pfirsichnote und diesen roten Beeren, also diese Pfirsich-Melba-Note für mich. Pfirsich-Melba. Also der ist wirklich schon in der Nase sehr gefällig. Und ich hatte vorhin gesagt, es waren First Fill Ex-Bourbon-Fässer und First Fill Sherry-Fässer. Und ich würde mal behaupten, dass diese First Fill Sherry-Fässer auch aus amerikanischer Eiche sind. Oh, der ist echt schon in der Nase sehr, sehr gefährlich. Und man denkt, ui, ja, die möchte ich gerne mal trinken. Das will ich jetzt auch tun. Slange war auf euch. Boah. Eine schöne sahnige Konsistenz. Jetzt kommen noch mal so richtig schön diese Pfirsicharomen, die roten Beeren. Jetzt kommt das mehr so erdbeerig am Gaumen an. Pfirsich, Erdbeeren. Würzig, die Würze kommt jetzt hoch. Mmh, schöne Eichenwürze, leichte Schokoladennoten. Auch wirklich eher... Ja, ja nicht ganz dunkle Schokolade, aber so zwischen Vollmilch und dunkler Schokolade irgendwas. Also schon etwas dunklere Schokolade. Mm. Oh ja, der ist lecker. 46% stehen ihm sehr gut. Ja, diese herrliche Pfirsichnote. Oh, die ist lecker. Also von mir aus schon mal eine Kaufempfehlung für den Preis. Für 55 Euro finde ich ihn wirklich gut. Die 15 Jahre stehen ihm wirklich gut. Auch die 46% hätte ich jetzt nicht mehr gebraucht. Der Abgang ist sehr mild. Schon länger, mittellang würde ich sagen, aber eben auch sehr mild. Da ist die Würzigkeit, die verbleibt und aber auch diese schöne Fruchtnote. Ja, schön gemacht. Auf euch nochmal. Mmh. Diese herrliche
Vanillesüße ist auch am Gaumen bemerkbar. Und wie gesagt, ich habe sogar diese Assoziation Pfirsich-Melba auf Vanilleeis. Noch vielleicht mit einem Klack Sahne drauf. Bisschen Schokoladenstreusel noch drauf gemacht. Und dann von hinten immer wieder diese Eichenwürze, die kommt. Man merkt also 15 Jahre Reifezeit, die merkt man dem schon an. Oh, gut gemacht. Ja, viele Grüße nach Blackford. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bleibt mir gewogen. Das soll es gewesen sein. Bis denn. Tschüss.